Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei LS15. Und zwar geht es hier um den GPS-Mod, der ist ja nun heraus für den 15er. Ich habe hier mal versucht, ein bisschen rumzuspielen mit dem Mod. Es klappt soweit, aber ist doch etwas komplizierter. Die ganze Beschreibung findet ihr unten im Download-Link. Da ist das alles genau beschrieben. Er ist so umfangreich, dass man gar nicht mehr weiß, was man dazu sagen soll. Aber grundsätzlich, was macht der Mod? Grundsätzlich ist er dafür da, man sieht hier ein paar rote Linien, dass man einfach mehrere Fahrzeuge automatisiert arbeiten lassen kann. Okay, kann der Helfer auch. Aber hier kann man es ein bisschen besser steuern. Man kann steuern, in welche Richtung der Helfer fährt, wie viel hintereinander fahren sollten, wie viele verschiedene Maschinen. Man kann ihn in eine gewisse Richtung auslegen und alle Maschinen fahren den sozusagen parallel nach. Man kann Versatz rein tun, also dass alle Maschinen mit einem Versatz arbeiten, damit sie nicht in die Quere kommen und so weiter. So, standardmäßig ist bei mir das so aufgebaut. Das sehe ich also den halben Mod nicht. Ich muss mal kurz gucken. In Wirklichkeit ist das ja so. Also, da steht schon GPS ausschalten, Numpad 0, also STR geht links und Numpad 0 schaltet man aus, schaltet man wieder ein. Und mit Numpad 0, Komma, eigentlich schaut aus wie ein Punkt, aber in Wirklichkeit ist es ein Komma bei mir, schalte ich die wieder ein, zack, so. Schalte ich die ganzen Hards wieder ein. Und jetzt habe ich das Problem, zum Beispiel, dass oben einige Sachen überdeckt sind. Da kann man die F1-Taste drücken und dann verschwindet das da oben. Man kann das steuern. So, wie steuere ich den ganzen? Man kann hier eigentlich nichts machen. Man muss die STRG-Taste drücken. Dann erhält man den Mauszeiger. Ich glaube, das seht ihr gar nicht. Aber wenn ihr STRG drückt, erhält der Maustaste und könnt da über die einzelnen Komponenten drüber gehen. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich getan habe. Anscheinend kann ich das wieder rückgängig machen. Aha, ich wollte eigentlich laden. Achso, den Kursnamen eingeben. Ah, Entschuldigung. Da habe ich nicht gesehen. Also hier kann man ja einen Kurs laden, wenn man einen vorher schon vorgegeben hat, damit man nicht immer wieder neu macht, kann man pro Feld oder pro Gerät einen Kurs machen. Speichern. Ich habe jetzt gespeichert. Achso, das da oben. Ja, das habe ich nicht gesehen, das hier stand. So. Dann einfach tippen. Okay. Dann kann man hier eben die Speicherplätze auswählen. Nächster, vorheriger, erster, zweiter, dritter. Und wieder Kurs löschen. So, das ist das erste, das ist der Load-Teil, dann haben wir den Work-Teil. Da kann man die Arbeitsbreite machen, zum Beispiel wenn, kann man halt versetzen zum Beispiel. Kann man sagen, in Wirklichkeit arbeitet er auf der Seite. Theoretisch gesehen funktioniert aber nicht ganz so ideal bei denen jetzt, weil er einfach nur vorne die gewisse Breite hat. Und am besten man sagt einfach Auto, dann stellt er automatisch ein, wie breit er wirklich ist. Das ist zum Beispiel, wenn man andere Schneidwerke drauf macht und so. Dann kann man hier ja Kurs links verschieben, nach links oder rechts nochmal Kurs verschieben. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Da oben kann man nur erhöhen. Zieht man ein bisschen auseinander, wie man sieht. Okay, das war dann zu breit. Dann kommt er wieder rüber. Also wie gesagt, man muss ein bisschen damit umspielen. Ich persönlich kenne mit dem Mod nicht so gut aus. Ich will nur mal zeigen, dass es, welche Funktionen es so gibt und wie er so funktionieren könnte. Versatz zurücksetzen. Sollte auch klar sein, wenn man hier einen Versatz hat. Hier ist der Versatz, die blaue Linie. Kann man das zurücksetzen, dann braucht man nicht immer wieder Versatz so und wieder zurückgehen. Genau auf die Linie, sondern gleich zurücksetzen. Kurs links drehen, ja, da kann man wie gesagt eine Schräge fahren lassen, falls das Feld mal schräg ist. Hier die Versetzung, wie viel versetzt zu den anderen Schlepper ist. Oder Mähdrescher, das kann natürlich auch damit pflügen und alles. Linienmodus kann man hier noch auswählen, gerade oder. Ja, wie soll man sagen, bergig? Ja. Von oben nach unten. Kurs von Nachbarn laden, ja, okay, ist klar, wenn ein zweiter ist, kann man den Kurs laden. Die freien Linien kann man erhöhen, hier unten steht's. Wie viel man möchte, dass er freilässt, also zwischendrin, also der fährt jetzt hier rauf und dann erst drüben runter und bleibt hier eins frei zum Beispiel, könnte man einstellen. Dann automatisch, dass er stoppt. Hier kann man einschalten, abschalten, neue Richtung festlegen, den Lenkmodus ändern. Was das genau alles bedeutet, ist gut beschrieben. Der Link ist unten in der Beschreibung. Da steht das ganz genau. Ich habe es mir grob durchgelesen, aber wenn ich das jetzt alles hier nochmal wiedergeben müsste, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe so viel durchgelesen, dass ich gar nicht mehr weiß, was was war. Weil einfach, ja, es sind, keine Ahnung, alles zusammen. Wie viele Buttons sind denn das? 40? Und die muss man alle, nee, 20. 25, 27 müssen es sein, glaube ich, jetzt laut dem hier.
28, 27, 28. Und die haben alle eine ihre große Beschreibung. Also, ich will nur mal zeigen, dass der Mod eben funktioniert. Und dass er da ist. Und dass der jetzt mal hier fahren soll. Mich in Frieden lassen. So, dann schauen wir mal, ob er logfehlerfrei ist. Ja, ist er logfehlerfrei. So, jetzt könnte ich den Kurs abspeichern. Einen zweiten Meter hier aufstellen. Den Kurs laden und mit einem Versatz von den. Ich weiß nicht, wie breit das Schneidwerk jetzt ist. Nochmal laufen lassen, dann würden die einfach parallel laufen. Der Mod ist etwas kompliziert zu erklären. Man muss einfach damit spielen, dann versteht man ihn. Und der, der ihn versteht, der weiß sowieso, was der Mod macht. Man sieht auch schon ein schönes Symbol. Ihr seht, er wendet jetzt schön und fährt dann auch wieder zurück schön. Funktioniert alles noch. Tadellos. Gut. War kompliziert das Video, aber ich wollte einfach nur zeigen, dass der Mod da ist, dass es ihn gibt und dass er funktioniert. Genaue Beschreibung, wie gesagt, in der Videobeschreibung ist der Link. Dort ist alles nochmal ganz genau detailliert beschrieben. Müsst ihr euch leider selbst durchlesen, denn so erklären ist das alles ein bisschen schwierig. Das war's dann und wir sehen uns in der nächsten Mod-Vorstellung, Leute. Macht's gut.